Habe die Ehre, heute reden wir mal über die neue Xbox und jetzt fangen wir mal an mit Kinect 2.0 oder wie es ich nenne, Stasi 2.0. Es kann ja echt nicht wahr sein, was Microsoft da abgeliefert hat. Ich habe mich jetzt damit mal näher beschäftigt und es ist ein Wahnsinn, ja. Es ist, was ist überhaupt das Kinect? Ja, Kinect ist eine Full-HD-Kamera, die in euer Wohnzimmer reinschaut. Dann ist es noch umringt von 4 Mikrofonen, ein Infrarotsensor mit Nachtsichtfunktion. Dieses Teil kann eure Mimik erkennen, euren Herzschlag, eure Stimmung kann es auch erkennen. Ja, eure Stimmung, was geht denn ab? Und dann kann es dann auch bis zu 6 Personen präzise im Raum orten. Erstmal denkt man sich, ja gut, das ist alles nervig und brauche ich nicht, schließe ich Kinect halt nicht an. Aber denkst du, dieser Typ, dieser Todd Holmdacht oder irgendwie so ähnlich heißt er, der ist für die Xbox Hardware zuständig und der hat gesagt, man kann die Xbox nicht starten. Ja? Also nicht mit dem Controller starten und auch nicht irgendwie mit einem Einschaltknopf starten. Man kann sie nur über dieses Kinect starten, indem man sagt, Sprachbefehl Xbox on. Ja? Also wo gibt es denn sowas? Ich habe gedacht, ich spinne. Ja? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ihr könnt dieses Scheißding also nur mit diesem Kinect starten. Ja? Und was bedeutet das? Jetzt denk mal nach, ja, wenn ich diese Konsole mit diesem Sprachbefehl starte, ja, was bedeutet das? Das bedeutet auch, dass die Konsole oder dieses Mikrofon immer alle Umgebungsgeräusche aufnimmt, weil es muss ja diesen Sprachbefehl erkennen. Ja, das bedeutet also, dass dieses Ding 24 Stunden am Tag alles checkt, was in eurem Zimmer los ist, in eurem Wohnzimmer oder wo auch immer. Ja, ja, wo gibt es denn sowas? Ja, sind die bescheuert, das ist ja schon die Wanze im Haus, das ist ja Stasis Traum. Ja, wenn sie sowas in der DDR damals gehabt hätten, dann hätten sie aber Luftsprung gemacht, verstehst du? Die mussten die Teile noch ins Wohnzimmer schmuggeln und die Leute kaufen sich jetzt für viel Geld selber. Und dann erkennt es auch noch bis zu sechs Personen im Raum, ja, mit Nachtsichtfunktion und dies und das. Ja, sagen wir, sind die vollkommen verblödet. Und dann ist dieses Ding auch noch immer always on, weil es ist ja immer mit dem Internet verbunden. Ja? Also, jetzt stell dir mal vor, jetzt muss nur mein Hacker kommen oder irgendwas. Ja, so ein krasser Hacker, der hackt sich ein. Plötzlich kann er auf Millionen Wohnzimmer zugreifen oder Kinderzimmer oder wo auch immer dieses Teil steht. Ja, was geht denn ab? Das ist doch der Super-GAU. Das kann doch wohl überhaupt nicht wahr sein, oder? Und was wird es nicht noch reichen? Ich meine, ihr müsst euch jetzt erstmal anschauen. Ja? Ihr setzt da davor vor eurer Xbox, ihr holt euch da irgendwie einen Film oder schaut da TV über die Xbox. Das wurde ja angekündigt, die coolen TV-Features und alles. Und dann überwacht diese Videokamera eure Mimik, ja, eure Stimmung. Ja. Das ist wie bei Google, die testen euer Surfverhalten. Ja, da wird alles überwacht und jetzt könnt ihr auch euer Fernsehverhalten überwachen, verstehst du? Da bekommt ihr auch noch personalisierte Werbung auch noch jetzt am TV auch noch. Das ist ja wohl das allerletzte. Ja. Nicht nur im Internet, nee, jetzt auch noch im TV, das ist schon mal der nächste Schritt. Ja, das, oder ihr ein Spiel, ja, ihr werdet beim Spielen auch überwacht, ja, zur Auswertung. Ja, gefällt ihm das Level? Was ist? Geht sein Puls hoch? Ist das bei Call of Duty, brauchen wir noch mehr Explosionen? Ja, er langweilt sich, wir brauchen noch mehr Explosionen. Ja, richtig geil. Ja, oder ist ihm zu schwer? Oh nein, er muss nachladen, das schafft er nicht, er hat schlechte Stimmung, machen wir Auto-Reload. Ja, es ist doch grauenvoll, jetzt werde ich überall überwacht, verstehst du? Nee, da habe ich doch überhaupt keinen Bock drauf. Und was so richtig geil ist, Microsoft hat ein Patent eingereicht letztes Jahr. Und man könnte ja meinen, ja, nee, Microsoft ist ja so gut und das werden die ja nie ausnutzen und so. Aber denkst du, ja, in diesem Patent steht drin, jetzt nehmen wir mal an, ihr kauft euch einen Film in diesem Xbox-Portal, ja, holt ihr euch irgendwas runter, keine Ahnung, jetzt sagen wir mal Iron Man 3 und da habt ihr jetzt die Lizenz für euch und noch eine Person, sagen wir mal. Gut, jetzt schaut ihr den Film an, denkt ihr, ja, mit dem Kumpel schauen wir mal den Film an, alles wunderbar. Plötzlich klingelt es an der Tür, kommen noch ein, zwei Leute dazu. Ja? Die denken sich, komm, hier, setzt euch her, trinkt mal Bier, schauen wir noch einen schönen Film an. Dann merkt dieses Kinect, Moment mal, da sitzen jetzt auf einmal 4, 5 Leute da. So nicht, Kollege. Ja? Der Film wird jetzt schön abgeschalten. So, zack, dann kommt die Einblendung. Sie haben nur die Lizenz für bis zu 2 Personen. Jetzt haben sie hier 4 Personen vor dem Fernseher. Jetzt schmeiß mal schön 1 Euro nach, verstehst du? Da haben wir doch Bock drauf. Ja? Und dann heißt ja, das... dass dieses Patent jetzt vielleicht noch nicht kommt am Anfang. Ja? Ich meine, das reichen die ja nicht ein, weil sie lustig sind. Das muss doch nur mal später kommen, irgendwie so im halben Jahr, in einem Jahr, wenn die Leute nicht mehr so dran denken, haben schon ein paar Xboxen da, haben sich daran gewöhnt an diese Kinect und bam, AGB-Änderung. Ja? Wer liest denn schon diese AGBs? Ja? Kein Schwein. Ich meine, auch beim Anfang vom Spielen, ja? Da will man spielen, man will die Xbox benutzen, da klickt man auf OK, akzeptieren, annehmen, ja, komm, schieß mich durch, mach weiter. Da kann doch alles drinstehen. Ja? Hier,
ihre Organe gehören uns, ihr Erstgeborenes gehört uns, bäm, scheiß drauf, ich will zocken, akzeptieren. So ist es doch, oder? Keiner liest doch den Schmarrn. Und dann müsste es ja nur mal so nachreichen im Update. Und zack, schon hat man die Scheiße. Ja? Ich meine, das will ich doch nicht. Ja? Ich werde überwacht. Ja? Ich werde überwacht, was ich schaue. Ich kann da beeinflusst werden, wie viele Leute sitzen davor. Dann kann ich da jetzt das Allergeilste ist dann, Gebrauchtspiele kann man auch nicht mehr verkaufen. Das ist jetzt alles accountgebunden. Und da muss ich immer im Internet sein. Diese Konsole überwacht mich, die bevormundet mich. Das ist das allerletzte und überhaupt die Pressekonferenz. Ich meine, was wurde jetzt in letzter Zeit über die PlayStation 4 Pressekonferenz immer abgeheult? Ja? Ich meine, so schlecht war die nicht. Die war doch golden im Vergleich zu dieser Scheiße jetzt, was da Microsoft abgeliefert hat. Ich meine, da wurde eine Stunde gelabert über diesen ganzen beschissenen TV- und Videostreaming-Funktionen. Ja, drauf geschissen, die interessieren mich doch nicht, verstehst du? Wenn ich sowas will, dann kaufe ich mir ein Smart TV. Ja, der kann das auch, ein Smart TV kann auch Videostreaming, der kann ihm auch Filme abrufen und da kann ich auch ins Internet gehen und surfen und Apps installieren und Angry Birds zocken, das kann ich auch, da brauche ich keine Xbox dafür, verstehst du? Da habe ich schon mein Smart TV dafür. Ne? Und dieses ganze Gelaber, ich meine, das ist doch eine Spielekonsole und keine Fernsehkonsole. Ja? Was soll denn der Bullshit? Haben sie zwei Spiele gezeigt? So ein Bullshit, zwei Spiele ist ja wohl lächerlich, das war überhaupt nichts, weißt du? Da war dann bei der PlayStation was los, die haben wenigstens ein paar Spiele gezeigt und da wurde rumgenörgelt und die Xbox und die PlayStation 4 wurde nicht gezeigt und warum haben sie die Hardware nicht gezeigt? Verstehst du? Ich wäre froh, die hätten bei Microsoft diese scheiß Hardware nicht gezeigt, sowas Hässliches habe ich ja noch nie gesehen. Da kriegst du ja instant Augenkrebs, hat die einen Blinder mit dem Krückstock designt oder was? Also sowas Hässliches, die sieht ja aus wie irgendwie so ein 25 Jahre alter Betamax-Videoplayer, oder? Also sowas Hässliches habe ich ja noch nie gesehen. Also da wäre es besser gewesen, die hätten sie nicht gezeigt. Da bin ich ja froh, wenn die irgendwo im Fernseh-Videoschrank verschwindet hinterm Fernseher und ich sehe sie nie wieder, ja? So ein Schmarrn, die haben die Hardware nicht gezeigt. Wen interessiert diese scheiß Hardware, oder? Das ist immer so ein schwarzer Plastikkasten und fertig. Also ist lächerlich, dieses Rumgeheule wegen so einem Schwachsinn. Nee, also ich weiß auch nicht, diese Konsole ist ein absoluter Fail für mich. Ich habe mir gedacht, holst du mal vielleicht wieder jetzt irgendeine Konsole, aber bis jetzt, also wenn das so ist, wie das da jetzt kommt, also dann höchstens der PlayStation 4. Es geht ja auch von PC Gaming Hardware, haben sie auch gesagt, dass die Grafikeinheit von AMD kommt. Ist ja bei Xbox und PlayStation identisch. Die haben ja beide diese APU von AMD mit 8 Kernen, aber anscheinend hat Sony mehr in die Grafikeinheit investiert, die haben ja die doppelte Shaderzahl bei den bei der Grafikeinheit und da müsste ja eigentlich bis zu 50% theoretisch schneller sein. Ja? Weiß man jetzt nicht, ob es auch wirklich so ist, aber ich meine, warum soll ich mir eine langsamere Konsole holen, die mich überwacht, die mir auch noch sagt, nein, du darfst deine Spiele nicht verkaufen, ich muss immer im Internet sein und dann diese ganzen TV-Funktionen, die ich nicht will und außerdem werden die sowieso nicht bei uns funktionieren. Ich meine, es ist doch alles für den amerikanischen Markt ausgelegt. Dieses ganze Hulu, Netflix und Co. Ja, das funktioniert doch hier überhaupt nicht. Geht doch mal auf die Webseiten und sagt, ja, hier die geilen Serien, die will ich jetzt alle sehen. Na, da kommt die Einblendung, dieses Programm kann nur innerhalb von Amerika genutzt werden. Ja, du bist ein doofer Deutscher, du kaufst dir deine scheiß Serien überteuert ein Jahr später auf Blu-ray. Ja, so ist es doch. Das ist alles für den amerikanischen Markt ausgelegt. Und diese ganze Bedienung da und das machen doch die Deutschen gar nicht. Ich spiele, schaue mir meine Lieblingsserie an, tappe raus, ja, und dann tappe ich wieder ins Spiel zurück und so ein Schwachsinn, das ist doch alles amerikanisches Verhalten. Sowas machen doch die Deutschen gar nicht. Ja. Und diese große Ankündigung, die Xbox One kann jetzt Multitasking, ja, man kann mehrere Applikationen gleichzeitig laufen und raustappen und so. Ich meine, hallo, das konnte der PC schon mit Windows 95, ja, da konnte ich schon vor zwei Jahrzehnten konnte ich mehrere Sachen gleichzeitig erledigen. Und jetzt kommt es nach 20 Jahren auf der PlayStation, auf der Xbox. Ja, hier, da muss ich aber ganz langsam klatschen, du Microsoft, für diese krasse News, ja, verstehst du? Also, ne, ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, welche Konsole würdet ihr euch holen, was sagt ihr zu dieser Überwachung von Kinect? Also, ich finde es so geil, ja, diese Überwachung, ich werde mir wahrscheinlich 3 Xbox One kaufen, ja. Also mindestens, weil ich finde es so geil. Ja? Ich stelle mir sogar noch eine auf Scheißhaus, ja? Weil es so geil ist. Ich habe einfach Bock drauf, dass ich immer überwacht werde. Und jetzt haben wir genug Scheiße gelabert. Macht es gut, bis zum nächsten.
Alter. Отличная работа!